Bin gerade dabei und gibt dir auch hier, haben wir noch Heidrüstung gerade übrig. Du möchtest? Ich hab doch Heidrüstung, achso. Da ist ein fettes Ei, ich kann danach auch noch Flak machen. Nein, alles gut. Noch lebe ich. Mal schauen, wegen dem Metall brauche ich gerade noch. Zwar leg ich da mal Heidrüstung rein. Ich habe eine Anzahlung, ich schmeiße die runter. Oh, sie ist. Oh shit, ich kann ja nichts tragen hier. Kommst du vielleicht näher ans Haus? So, wenn es geht, direkt rein, damit ich umlagern kann, hier hoch. Ja. Du hast einfach. Ich kann ja auch nichts tragen. Wir haben ja keine Boost, nichts. Das ist alles Stock hier. Nur Standardeinstellung. Tiere sind auch 120, gibt halt keine. Wo möchten sie denn hin? Ja, genau hier, so dass ich. Ja, perfekt, perfekt. Dann kann ich erstmal auch wieder reintun hier. Take all. Erstmal alles da rein, sogar die Bären kann ich hier nach woanders hin tun. 300 Mending Fest, 200 Perlen, Quatsch, 25 Perlen. Nen blöden Biber, der was dagegen hat, dass ich seine Bude ausräume. Herrgott, box mich doch nicht einfach, du Arsch. Ach shit, das Spiel ist gerade abgestürzt. Also, die Cam. Das sind zwei Biber, ja. Ihr seid doch alle scheiße. Die Cam? Ja, die Cam ist gerade abgestürzt. Ich habe nämlich das Angelding auf einmal gesehen. Jo, ist ausgeräumt. Die Sachen sind für dich drin. Okay, zieh ich an. War irgendein Fehler gerade da? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Anscheinend ja. Wie immer halt dieses Shooter. Jetzt weiß ich, warum ich die Lederrüstung anziehen muss. Ich verstehe. Lack und Leder. Ja, du bist dafür eingestellt, deswegen gebe ich dir Lederrüstung. Weißt schon. Ich habe jetzt mal die Bären in die Advanced-Dinger reingetan. Ich muss eh gleich zum Kibbel-Dinger. Darf ich jetzt auch an den anderen Biberbau gehen? Das wäre sehr freundlich. Oder kommt da auch noch irgendein Arsch? Erstmal in den anderen gucken, ob man noch hier noch irgendwas Schönes findet. Aber hast du die jetzt leer gemacht oder hast du noch was drin gelassen? Nee, ich kann das ganze Scheißholz ja eh nicht tragen. Achso, ja, Holz ist auch nicht so. Hier sind fast 500 Cementing-Fest drin. Das ist schon OP, oder? Also die Dinger sind schon krass. Also ich habe jetzt durch meinen kleinen Raubzug, ja, fast 800 Cementing Pails gesammelt. 63 Perlen, 32 Blümsche und 28 Pilze. Das ist schon richtig OP. Ja, ich komme halt nach Hause. Ich nehme da hinten noch den gelben Drop mit. Ich habe jetzt hier das Passwort schon so oft eingegeben, das geht nicht. Habe ich irgendwie Capslock an oder so? Ich kann es nicht eingeben. Du bist einfach.
hinstellen, fertig, los genau. geht's. Was kostet bei, auf der, bei euch der Aufbau? Ja, also, wenn du den, die Teile auch hier alle bei uns kaufst, dann kostet das ja auch 15 Euro. Aha. Also, ne? Da mache ich das halt nicht selbst, ne? Nein, um Gottes Willen. Warum? Ja, eben, vor allem, die machen das dann wahrscheinlich noch viel hübscher und viel, viel motivierter, als ich das machen würde. Ja, ich würde ja, nur sagen, hier rein mit dem Scheiß, funktioniert jetzt. Ja, wobei ich da auch sagen muss, eigentlich auch nicht. Eigentlich macht man das schon selber lieber. Weil ich habe auch schon mal was einbauen lassen und So, danke dir, TY, für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Grüß die Dave. Servus. Ich habe die jetzt mal kurz da gemutet, weil ich komme gar nicht zum Reden. Deswegen mal hier. Ich musste die Kamera neu starten, das mit dem Angeln und dem Ding hat nicht zeitgleich geklappt. Das muss ich irgendwie anders machen. Und jetzt logge ich die Kamera wieder ein. Der PC musste, wie gesagt, neu gestartet werden. Jetzt klappt es dann gleich. Was? Keks, geh mal bei 80, 68 hin. Da sind viele mit. Sie in der Mitte. Okay. Achso, du meinst die Dämme, ne? DR1984, grüß dich, oder Doktor. Schön, dass du da bist, willkommen. Ja, lass mich in den Spectator gehen. Ja, passt. So, jetzt habe ich das auch alles hier. Gemacht, jetzt kann ich Kekse wieder filmen, okay. Wunderbar. Gut, dann machen wir wieder Ton an. Bei Lehrern ausgebildet worden. Ach so, okay. Ich habe es gar nicht gemerkt hier. Sag mal, habt ihr hier auch eine Truhe, wo ihr irgendwelchen Scheiß lagert? Ja, wir haben zwei kleine Truhen. Oh. Die sind? Die stehen neben dem Preserving Bin. Ah, okay. Das sind halt echt nur kleine Truhen. Ich glaube, die sind beide voll. So, ich musste den PC hier neu starten. Die Cam hat sich aufgehängt. Was suchst du? Ich habe jetzt nicht gehört. Ich habe nur alles schon gefunden. Okay. Ja, sag DR bitte. Ja, dann DR ich dich. Ist kein Problem. Dann DR ich dich. Ja, weil ich Doktor gesagt habe. Hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt. So. Also, den brauche ich gar nicht hintun. Also eigentlich mache ich hier jetzt genau dasselbe wie auf Shigo auch. Ich glaube, lauf einfach um den Sumpf rum. Das Problem ist, dieser Sumpf hier ist 10.000 Mal größer. Brian Gräse, schön, dass du da bist. Willkommen. Ja, was? Du backst dir Muffins zum B-Day? Hast du... Bereitest du es vor für heute, für morgen? Wann ist denn der mysteriöse Trauertag hier? Ich hätte jetzt schon Bock auf Muffins. Oh. Du willst bestimmt nur die anderen Muffins haben, Keksi. Also was genau das für Muffins sind, ist mir eigentlich, ja, Rille. Mit was drin. Hauptsache es sind Muffins. Da können wir aufhören, mit zwei Krokodile hinterher zu schwimmen. Also ich kann Generator herstellen. Ob ich danach noch was herstellen kann, weiß ich nicht. Hast du gesehen? Das sind ganze Dämme da gemeint. Aber gut, wir haben ja keine Koordinaten mehr. So, ich habe jetzt einen Generator hergestellt. Nee, habe ich nicht gesehen, weil ich hier den Chat schon gar nicht auf habe. 9. Mai. 68. Irgendwo schon mal gehört, weiß auch nicht. Ach du Scheiße, am 9. Mai jetzt soll Shadi soll Muffins machen für dich und dann... Muffins ist eine geile Idee. Wo kriege ich jetzt Muffins her? Naja, ich bin auf die Erde, ich muss abnehmen. Ich habe keine 60, Muffins. 68. Sie nimmt das Zeug direkt, sie macht das nicht über Muffins, müsst ihr wissen. So läuft das bei Charlie. Das ist da hinten. Ich versuche, Strom in die Bude zu bekommen. Hier, mal gespannt, ob das klappt bei mir. Ist aber alles pick-upable, super. Wollte schon sagen, also legt er nichts Festes, Mensch. Nö, brauche ich ja nicht. Aber das ist gar nicht die Endhütte. Das ist einfach nur eine Hütte, weil wir eigentlich zu faul sind, die Viecher da jetzt wegzuschaffen. Ja, es ist, wir haben uns halt hier aufgebaut, weil man nichts. Das Ganze dauert ja alles viel länger als woanders Server, ist alles komplett untergesetzt. Das ist schön.
Genau, es wird vielleicht auch auf die anderen Server übergehen dann, wenn es so, damit man halt sich nicht so schnell und so groß ausbreiten kann, wenn wir alles freigeben oder neu starten. Ja. Dann muss man halt länger mehr investieren. Ja, finde ich gut. Ich finde, das Level Up ist sowieso schon zu schnell. Ist ja trotzdem ewig. Ja gut, die ersten zwei, drei gehen, aber danach brauchst du ewig für ein Level. Okay, ja, stimmt, hast du recht. Sehe ich gerade, das war der Triangle. Achso, du bist ein fucking Maikäfer, oder was? Okay. Ja, wir haben sogar Prime Meat Jerky, super. Was hast du gegen Maikäfer? Die sind voll toll. Aha, okay. Ja, klar. Ich bin auch ein Maikäfer. Bist du auch ein Maikäfer, oder was? Mhm. Ich bin ein Metallaffe. Metallaffe. Weißt du, sowas hier, wenn man bei sowas hier landet, beziehungsweise sowas hier findet, das sieht schon so verdammt geil aus, wenn da irgendwelche Ruinen mit Durchgängen und Tunneln. Was hast und du gefunden? Gott, sowas kann ich ab. Hast du da davor genau. Warte mal, das ist doch da. Genau davor steht das so ein Damm. Echt? Genau davor steht so ein Damm? Ja, da ist Richtung Wasser. Ja, da steht ein T-Rex. Okay. Gut, den habe ich vorher. Das kann auch sein, dass der mich getötet hat, aber irgendwas hat mich auf jeden Fall getötet. Ja, also, ich will ja nicht sagen, dass da kein Damm steht. Da stehen zwei. Drei? Vier? Ja. Das Problem an der Sache ist halt, hier sind eine Milliarde gottverdammte Biber. Ja, richtig. Dann bist du richtig. Und eine Milliarde ist halt echt untertrieben. Aber die tun ja nichts. Zwei, drei, vier. Die tun ja nichts, solange du nichts tust. Ja, aber wenn ich da an deren Hab und Gut ran will, dann tun die mir halt schon böse Sachen an. Ja. Ich hab mir sagen lassen, das finden die nicht so ganz Töfte. Nee. So, jetzt mal das Kabel hinstellen. Das Straight. Das Geile ist, du kannst die Kabel lernen in der Advanced-Gedönse, aber brauchst das normale nicht, Keksi. Okay, also das ist cool. Keine Engram-Punkte, nur die Reusable-Sachen alle. Ey, glaub's nicht, oder? Für 3 Metall fehlt mir, um so ein scheiß Outlet zu bauen. Aha. Oh. Also, ihr lieben Biber. Ihr seid mir leider echt zu viele zum Töten. Vor allem dann im beschissenen Wasser. Habt ihr denn hier schon Metall gefunden oder sowas? Ja, gibt sehr viel. Okay. Kannst du mal mitkommen, wenn du willst? Ich. Ja. Mach mal kurz einen Trip. Okay. Bin ich eigentlich zu laut oder zu leise? Ich weiß es gar nicht. Ich höre mich selber nicht mehr. Ich habe dich ein bisschen leiser gemacht. Okay. Oh, du hast mich leiser gemacht. Ich habe das Mikrofon gerade näher rangeholt, weil ich gedacht habe, ich bin zu laut. Ja. Das. Ich glaube nicht, dass das Benny ist hier, Dave, den du vor 6 Jahren bei WoW kennengelernt hast. Nein. So, ich werde dann. Da, ich hab. Achso, Vögelsche ist ja voll wieder. Lass mal ausleeren, Vögelsche. Vögelsche. Okay, also das waren schon mal 3 Biber. Ich hab 3 Biber oder 3 Biberdämme? 3 Biber, die ich getötet habe, um die gottverdammten Dämme ranzukommen. Ich hab oben mal ein bisschen Bären reingelegt. Narkotikbären. Wohin? Warum? Hier in den Tisch. Ja, wie warum? Weil ich gefarmt habe. Was soll das? Fast schon. Aber die spawnen ziemlich schnell, oder? Ich habe doch mehr als 600 da reingelegt. Oder hast du schon welche rausgeholt? Oben aus der Advanced-Ding, ja. Falls du das meinst. Ja, aber die spawnen trotzdem schnell. Tun sie ja. Ist alles etwas normaler hier. Also die Sachen, so die. Ich tue halt die ganzen Narco-Berries in dieses Ding rein, diesen Mortar und Pestle. Ach so, okay, ja, sie sind. Okay, ja, gut. Das sind viele Dämme, meint er, okay. So viele Sachen hier wieder zum Aussortieren. Also gut, du brauchst auch keinen Stoff mehr, gell? Ich tue die alle weg. Ich du kannst Stoff dir mehr. Sogar den Metal Pick hier mitnehmen.
Das wäre super. In der, unten in der Crafting, im Crafting Table, in der Metal Pick habe ich da. Unten, ja. Dann stelle ich dir noch eine normale her. Wenn ich sie nicht bekommen habe, die kriegst du alles durch Farmen halt hier. Mal schauen. Dann so eine Steingedönse. Ein Stein habe ich noch. Steingedönse. Hast du noch Hide an? Oder Metall? Was hast du an? Hide. Okay. Aber das dürfte ja erstmal reichen, oder? Ja, schon. Wenn ich, du darfst das hier nirgendwo hin. Wo du dann gleich verreckst. Ich müsste meine mal reparieren. Ja gut, wir farmen ja eh Metall. Von daher kann ich ja mit Metall reparieren. Nein, kannst du nicht. So, ein Verstand. Der 778 fucking Cementing Paste hat. Was? 778 Cementing Paste? Echt? Ey, ich hab jetzt schon eine Milliarde gefühlt, Mann. Boah, dann stirb ja nicht, Keksi. Ja, ich hätte jetzt eh keine Ahnung, wahrscheinlich im Teich ersaufen oder so. 700 Paste in diesem Ding drin. Ach, ich hab jetzt schon über 1000, Mann. Boah, wir können die Welt hier verändern jetzt mit dem. Ich habe jetzt allein, keine Ahnung, 1,5, fast 1,6 und noch 85 Perlen. Was? 1,6 passte? Ja, hier Boah. Sind noch zwei Dämme, also ganz entspannt. Also was ist denn, wenn man so einen Biber mitnimmt? Baut der hier dann auch einen Damm? Ne, ich glaube, die sind festgelegt vom Spiel. Ich habe dir oben in der Smithy so eine Stein-Ding-Axt gebaut. Genau, kannst du nehmen. Ja, und sonst habe ich jetzt auch mal repariert, dann können wir mal... Hast du Essen? Hier mitgenommen? Essen? 10 Essen habe ich. Ja, nimm noch ein bisschen mehr mit. Keine Ahnung, welche Klimazonen wir da bekommen. Das sinkt halt. Wo Essen haben Sie denn Essen? Unten im Preserving Bin. Das sind 160. Klar. Warte, ich tue die Hälfte mal wieder rein. Alter. Ja, noch ein paar mit. Ich will nur noch Biberdämme. Sind da aber nicht zu OP, die Biberdämme? Die werden schon noch genervt, klar. Ich bin bereit. Das passt aber zu deinem Char, die Rüstung. Schau mal. Das ist so geil. Wieso macht der mit F12 keine Screenshots mehr? Shitty. Shitty. Ja, schon voll böse hier. Warte, ich nehme hier auch die Bären da rein. Mach mich halt so leicht wie möglich. Wir haben halt kaum Gewicht, so wirklich zum Schleppen. Inventar, achso, ja, warte mal. So, ja, das passt. Der Vögelsche kann ein bisschen was. So. Moment. Entschuldige, das gleich mal weg. Ja, ich bin am Diät machen, deswegen, ja. Ja, wir sind da. Es gibt ja, also. Funde. Schätz doch mal, wie viel Cementic Paste ich jetzt in der Tasche habe. Beziehungsweise im Penatron. 2000 oder 1700, sagen wir es mal so. Ex, was sind deine Werte? Du hast vorhin gesagt 800, hast du da, keine Ahnung, 1,8? Ja, okay, wir haben 1,7 gegen 1,8, ihr liegt ja beide schon ziemlich nah aneinander. Aber, wisst ihr, ich leg einfach nochmal 1000 drauf. Was, boah, nee, ohne Scheiß. 2,8k. 2800 Cementing Paste. Boah, ja, wir haben Spiel durchgeschafft. Ich will halt schon nach Hause kommen, andererseits will ich mehr Biberdämme, Mann. Wir können ausloggen. Von dem Scheißzeug. Ja, alles klar. Schönen Abend euch noch. Ja, war nett, ne? Ja, danke. Das ist schon. Also, ich. Das ist echt okay. Das ist echt krass, ja. Ich kann mich noch dran erinnern und damals, als man so angefangen hat, Stein zu machen, war ich die ganze Zeit am Kotzen wegen der scheiß Cementing Paste. Ja. Wir haben es wirklich gequält und gemacht, klar, aber so ist halt der Anfang. Ich mag das, ich habe das geliebt, dass ich nicht alles habe. Ich weiß nicht, ob wir das überleben hier, weil es wird schon ziemlich kalt da. Ja, geht, ne, so, also. Hat eigentlich schon mal den Wasserfall jemand getestet? Nee. Warte mal gerade. Gucken mal, ob Vögelchen schwerer wird. Moment. Ja, das. Aber willst du da runterspringen oder was? Warte. Moment. Warte, dann tue ich aber die Kamera wechseln auf dich. Ich möchte.
Muss er gerade noch Klamotten ausziehen? Jetzt macht sie sich nackig hier am Vögelchen. Soll ich dich denn runterfallen lassen dann? Also abrutschen oder so. Ich würde das schon mal gerne live testen. Okay, dann. Dann leben Sie wohl, es war nett mit Ihnen. Ja, viel Spaß im Wasserfall. Warte ich. Oder springt selbst runter, oder? Selbst? Willst du vom Rand oder soll ich dich runterlassen? Es gibt doch an dem Berg, also an der mittleren Insel, gibt es so schöne Klippen, die so richtig schön Richtung Wasserfall zeigen. Warte mal, hier so, oben. So König der Löwenklippen, falls ihr wisst, was ich meine. Hier oben gibt es sogar solche. Ach, das? Ja. Ja, genau, das meinst du. Das meinst du, ja. Die Klippen. Hier kann ich dich hinten lassen, dann kannst du runterspringen und du weißt. Ja. Achso, hier, ja. Kommst du da hoch oder noch? Ja, ich glaube, müsste ich eigentlich. Kann ich hier auch landen? Ja, meinte ich zwar nicht, aber ja, sie gehen auch ganz gut. Warte. Okay. Ja. Dieser Geronimo oder wie? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Der da. War nett mit Ihnen. Ja. Möchten Sie eine Runde tiefer fliegen? Vielleicht noch. Dann kann ich noch mal winken, wenn ich. Ja, Kamera ist auf dich. Wie geht auf dir? Das geht. Irgendwie ging das doch mal. Musst halt Anlauf nehmen und knallst auf den Felsen unter dir. Das wäre jetzt nicht so episch. Das wäre schon lustig, Mann. So. Ja, ja. Geronimo! Wow! Das geht schon, aber man fällt schon lang. Fällt ihr überhaupt? Ja, wow, schon. Ja, ja, du fällst, klar fällst du. Wow! Aber es ist schon in Zeitlupe. Du fällst echt in Zeitlupe. Bist du im Wasser? Das geht ab. Ich bin jetzt schon. Scheiße, du fällst immer noch. Naja, ich bin jetzt unter der Insel. Tschüss, schöne Welt. Aber jetzt sterbe ich. Okay. Doch, die kämpfen uns nochmal nach. Boah, jetzt bist du geplättet. Super. Ja, toll. Ja, hast du gut gemacht? mit dir wollte ich Metallfarben geben. Und so endete es. Kann ich nachvollziehen. Ja. Nee, war schön. Man ist echt langsam gefallen, also nicht hab so. Hab ich gesehen, wie sonst. Das war krass, dachte so eine Art Delay, aber das war echt so. Ja? Nee, ja, das war langsamer echt so. Fall, ist ja klar, Keksi, kennst ja. Genau. Der also langsame Fall. Ich hab gebufft, unerhört. Jetzt stehst du da hier. Da. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich stehe auch nicht hier im Schatten drin. Ich schiebe wieder. Hier durch und man müsste da. Ich kann halt hier auch nicht sehen, ob es Metall ist oder nicht so mit den Schatten. Guten Tag, der Herr. Hä? Was? Wo? Achso, hallo? Hast du deine Fur-Rüstung mit, Nein. Achso. Ja, klar. Okay. Ja gut, dann. Uns hätte ich eine gebaut für Benjen, wären wir losgeflogen, aber nur eine bringt's ja nichts. Braucht man da eine? Meinst du, ich werde sterben? Ja, das ist minus 30 Grad oder so. Das ist sowas krass von den Klimazonenwechsel hier. Das ist echt krass. Hier sind doch noch zwei Feuerdinger drin. Ach nee, das ist deine Rüstung, oder? Ja, das ist meine. Ich habe nämlich meine nicht dabei. Ah, okay. Gar nicht dabei. Ich hoffe, was kommt denn mein Pelz? Wir haben doch sicher wieder ein bisschen. 600 oder 300. Ne, wir haben nichts mehr. Achso, ich habe gedacht, sie holen mich wieder ab. Mach ich. Ich will nur schnell das Ding da holen. Damit ich nicht umsonst hergeflogen bin. Also 2838 Cementing Pelz. Wie viel? Nochmal die Zahl. 2838. Ich hab nur 8 verstanden, okay. Nur 8 für 38, hat er verstanden. Aha, 38 Cementing Pelz. Ja. Ja, zu unserem Bestand von grob 40 stocke ich jetzt mal ein bisschen auf. Das ist gut, hier. Da kommen wir schon weiter im Spiel hier. Kräftig, mächtig, mächtig, möse ist, was du. Ja. Das ist echt übel.
Hier muss doch irgendwo der Alpha sein. Noch. Ich hoffe, der überrascht mich jetzt hier nicht. Ich mach mal nochmal so 244 Narcotex, ne? Oh, oh, was machst du hier, Blink? Hör auf, Blink zu machen. Hier liegen auch nochmal. Sie kannst noch mehr machen. Warte mal, wo ist er denn? Ja, braucht man denn da mal? Wir haben ja jetzt eh genug, wer weiß. Weißt du, was wir machen können? Wir können noch so solche Pfeile machen, Keksi. Ja. Respawn eigentlich das Metallding nicht. Als wir das erste Mal hier waren, waren so viele Metallteile. Ich dachte, ich nehme es mal kurz mit. Ich brauche ja nur 3 Metall. Dann habe ich es geschafft, was ich will. Dann kann ich zumindest das machen lassen, während wir dann unterwegs sind wieder. Ich meine, drüben am Schneeberg ist da viel Metall, das weiß ich. Da wollte ich eigentlich hinfliegen ursprünglich. Keks, du hast manchmal schon ein Brett vom Kopf oder so. Sieht ja, zumindest manchmal aus, so aus. Ja, so ein bisschen. Das hört man ja, dass ein Brett vom Kopf hat. Das sieht man ja nicht nur. Na guck mal, wenn ich mich duck, geht's hier. Ja. Guck mal diese Sicht hier an. Aber Keks musste auch schon durch diese Ölteich schwimmen, so wie ich das sehe. Nee, ich bin gar nicht so duster. Ich auch nicht. War das eine andere Ebene, Keks? Ich glaube schon, gell? Als wir das erste Mal hier waren, waren noch ganz viele Kristalle. Wir waren weiter oben. Ja, bin ich jetzt auch gerade. Aber es sind normale Steine. Wir waren noch weiter oben. Okay. Ah, ich finde halt auch die hier. Decke mit den grünen Leuchtepilzen so geil. Die was mit den grünen? Ach so. Die Decke mit den grünen Leuchterpilzen. Ah. Das sind doch diese Rooms. Die in den Höhen eigentlich sonst sind. Ja, genau. So, ein bisschen Metall nehme ich jetzt mit. Dann kann ich damit zumindest das machen, was ich wollte. Ich bin sehr stark pigmentiert, ja. Uiuiui, genau hier oben ist das. Okay, hier sind viele Skorpione, kann ich es nicht. Ja, Benny ist sogar schon maximal pigmentiert. Ja. Skorpion ist gut, dann kann ich Chitin und dann können wir hier Zementpaste herstellen. Ja, bring ein paar Skorpione mit. Ja. Ich torpediere mich hier gleich. Schau mal an. Ist halt auch schon ein bisschen knapp, ne? Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Aber so ein. Wow, das Tor voll mit Steinen hier. So ein Schuss kostet. Wie viel kostet ein Schuss? 25 Zementpaste, gell? Ja. Kann sein. Genau, deswegen muss man in der Cortex machen. Aber wir müssen eh bald das andere können. Von daher ist es dann eh egal. Ja, nee, wir machen jetzt schon nur noch diese Pfeile. Wir müssen ja jetzt Mendic Quest verbrauchen. Keks ist Schokoladenkeks, genau. Wo war denn das Advanced? Oh, das sagt das Torpo vom Vogel, hä? Hey. Weapons, oh. Ammo. Ja, so ein Pfeil kostet halt 25 Semantic Pass. Können wir uns leider nicht erlauben. Nee, können wir machen, nicht machen diesmal. Wenn der Vogel jetzt beim Fliegen runterfällt, weil ihn 5 Skorpione angegriffen haben, über eine Minute, ja dann war es das mit Vögelsche. Ja, nee, dann war es das mit dir, weil du sitzt auf Vögelsche. Okay, ja. Aber beide. Naja, nur Rippvögelche. Du hast es dann verdient. Aber das Ergebnis ist gleich. Nein, es ist für meinen Seelenfrieden besser. Du hast es verdient und wir leiden und trauern um Vögelchen. So, sehr, sehr mitfühlend. Ja? Für Vögelchen. Penner. So, passt. Also, Damage zu skillen bringt nichts, bringt halt nur 4. Deswegen skill ich jetzt mal hier auf Geschwindigkeit, damit wir den Quessel einholen. Also, das Hauptziel eigentlich, dass wir heute den Quessel ziehen. Irgendwie. Aber habt ihr denn schon mal einen gefunden? Ich habe schon mehr rumfliegen sehen. Ah, ja. Okay. Das ist gut.
Ist hier ein Biber? In der Höhle hier? Ja, Level 16 nur. Soll ich mitnehmen? Oder Level 16 ist... Ah, ich weiß nicht. 16. Ja, ich habe halt schon höhere Biber gerade gekillt. Wieso sind hier eigentlich 3 Milliarden Skorpione? Keksi, Wahnsinn. Und Benny hier. Also, ja gut, das ist, endlich haben wir dann genug Cementing-Paste. Nee, bring mehr mit, bitte. Ja. Genau, deswegen kill ich sie hier. Ich stehe auf mehr Cementing-Paste. Lass mal nochmal kurz den Vogel hier. Ach so, deswegen. Ach, das. Okay, das ist halt ihr Lebensraum hier, ne? Meinst du, ich dringe in die Skorpione ein? Ich meine, in den Lebensraum ihrer Skorpione. Oh. Ja, wie jetzt, Benny? Was hast du jetzt wieder gedacht hier? Was? Nein, nein. Mögen schöne, feuchte, dunkle Höhlen. So habe ich das gelesen. Aber dann dringen sie eher in dir ein. Wer soll mich eindringen? Die Skorpione. Die Skorpione? Ja, die haben ja mit ihrem Stachel, können sie das ja machen. Ja. Das geht ja. Penny guckt, weiß gar nicht, was er machen soll. Steht da. Ich warte auf dich. Ja, aber ich bin ja da schon fertig. Ich erledige das schon, was wir zu zweit machen wollten. Passt, danke. Ach so. Danke für alles. Ach so, war ja. Alles klar. Nee, wenn ich schon hier bin, nehme ich es jetzt mit. Ja, das ist richtig. Und dann stelle ich die Sachen wegen Strom her und dann haben wir es. Da können wir schon wegen Quessel. Da können wir ja wirklich zu dritt fliegen sogar wegen Quessel. Ich würd dann sagen, du nimmst den Penetron, den schnell. Ja. Ich nehme Kekse mit dem Argentavis, ja genau, doch ein Dreier, Schatzi. Ja. Schau dir stimmt zu und wollte das unbedingt sehen, dass wir es machen. Genau, dann können wir ja auch uns schauen aufteilen wegen der Suche. Ist ja super. Wenn, dann muss Schari schon mitmachen, ne? Kappa? Ja, das wollte ich auch schon sagen, aber ist ja klar, dass sie Nein sagt. Keksi sagt das, was ich gedacht habe, Schari. Also wir haben keinen Nein gehört, ich und Keksi. Mitmachen, du. Ja, das war ja klar. Ja, ja. Jetzt muss ich das also leider bei nur Benny schwimmen gehen wollte. Ja, ja. Schaut, ja, ich bin schon traurig, dass ich jetzt das Metall nur für mich haben kann. Schön um die Arbeit drumherum gekommen, Keksi. Ich weiß, wie du das machst jetzt. Ja, ja, ja. Einfach mal in den Tod stürzen unterwegs hier. Ui, boah, wie heftig. Also diese Vorkommen hier. Beim Vorkommen kannst du ja kommen, so toll ist es hier. Ich freue mich, dass ich hierher gekommen bin. Also, du kommst dort zu oft vielleicht. Ja, nee, lieber öfter als einmal lang und dann ist es nicht toll. So. Okay. Dieses fucking hinauszögern und dann soll es so schön. Was mich erheitert hat, loswerden. So. Jetzt kommt Benny und baut uns ein schönes Haus hier. Macht ja noch ein neues Open-Air-Haus. Ein Open-Air-Haus. Dafür muss ich erstmal ein paar Level machen. Ja klar, bis jetzt Level hinterher muss ein bisschen hier, ne? Muss was tun hier. Naja. Meinst du das Einhorn? Cool, ich habe eben 200 Kristall verbraucht für den Kibbelgucker und jetzt kann ich den wieder bauen. Nee, das war für den Generator. Boah, was geht ab hier? Das ist ja heftig, wie cool es hier ist mit diesen Crystals. Es soll doch schon dunkel bleiben hier. Wie, wenn ich was Normales sage, klingt schmutzig. Wegen Einhorn? Ist da dann schmutzig, dass das
Nein, ich nehme nicht alles in den Mund. Nicht das Einhorn. Gute Besserung, Brian. Und ja, ruh dich aus, schau, ruh dich aus, dann geht's dir schnell besser. Dann schlaf gut, erhol dich. Trink ein warmes Bier, dann geht's dir morgen wieder besser. Oh nein, trink lieber kein warmes Bier. Wenn du morgen zur Schule musst, darfst du kein warmes Bier trinken. Ist bestimmt für das Bier nicht und nicht für das Wasser. Kind, das mache ich. Trink warmes Wasser. Ich hab dir mal im Flüsterflüster was geschickt. Ich kann das ja auch nochmal hier warte. Einfügen. Mach mal den MTS oder so. Sehe ich das direkt? Ja, das ist MTS. Pfeife. Achso, ja, ich hatte Benny im Ding im Flüster, wegen vorhin noch. Pfeife. Das ist im TS falsch. Schön. Wo war das? Oder? Bei Vögelche. Dem kleinen blauen Vögelche. Komm da gerade nicht mit. Ja, kommst du nicht mit. Steh auf der Leitung gerade, nein. Das, mehr Kontext, mehr AOE wissen wir richtig. Ich bin ein Stück zur Seite gerückt, ja. Da ist ja noch so ein Typ mit so einem Schwänzchenklatscher hier. Level 20 Female, na, brauchen wir nicht. Okay, ich müsste jetzt genug haben. 403, ja, passt. Ich hab Metall und Crystal, was ich verbraucht habe, eben bringe ich wieder mit. Ich habe dir Kontext geschickt. Eigentlich machen müssen einfach nur Kontext schreiben und wieder ausmachen. Sind da gerade noch mehr Bären dazugekommen? Ja, die fleißige da. Farben anscheinend noch. Ah, okay. So, jetzt komme ich mal nach Himmel, mach da weiter. Ja, das ist gut, dann kriege ich die Pfoten wieder. Ja, da können wir den E-Flag machen. Du brauchst sowieso, damit du überlebst, die andere Rüstung auch noch. Sonst kommst du ja nicht mit. Du brauchst alle. Du musst mitnehmen, Flak-Rüstung mitnehmen, Gulli-Rüstung mitnehmen und Pelz. Musst du jedem immer umziehen. Oh Gott. Ja, musst du dich immer anpassen in Zonen. Und auch. Ja, ich dreh nochmal mit dem Penner eine Runde. Das erstmal packe ich den Kram raus. Guck mal, ob ich noch ein paar Biber oder sowas zum Boxen finde. Ein bisschen Biber-Boxen. Ja, hol am besten Pelz. Ja, was meinst du, warum ich Biber-Boxen gehen will? Mammuts sind doch besser. Ja, Biber sind voll easy. Ja gut, egal was. Hauptsache, wir müssen Pelz. Und zum Mammut muss ich so weit fliegen. Wegen Pinguine müssten wir noch genug Ding haben, wegen der Gullirüstung, bin ich sicher. 20 haben wir noch, oder? Gut, reicht nicht. Ja, wenn ich halt noch einen Pinguin finde, klatsche ich halt auch einen Pinguin. Nimm einen Wut. Was machen denn Pinguine? Organisches Polymer, dann können wir diese Rüstung, die für den Vulkan geeignet ist. Ach so. Ah, da gibt's auch noch mal andere Rüstung.
Ja, gegen die Hitze, weil das ist es, da ist glaube ich 50 Grad oder so, so wie auf der Insel. Na, ist die Gulli-Rüstung nicht nur Tarnung? Nee. Gulli ist gegen Hitze und das der Pelz ist gegen Kälte. Tarnung auch noch, klar. Na, aber die Fur macht doch beides, oder nicht? Nee, Fur ist doch nur gegen Kälte, nicht gegen Hitze. Korrigiert mich im Chat, falls ich es falsch verstanden habe. Ich möchte jetzt noch nicht über den Wasserfall das Inventar öffnen. Das wäre nicht so gut. So, jetzt sollte ich vielleicht. Hier steht. Ach nein, Heat Protection war minus 30. Ja, okay. Hier, bla bla bla. Ja, hab schon. Ist schon Heat okay. And keep you cool. Ich hab schon mal eingesehen, dass ich falsch lag. Ist der? Ich bitte um Verzeihung, werter Gangs TV. Wer ist hier der Admin, Keksdose 06? Na, Rausch nimmt er es. Siehst du, sogar der Schatt stimmt mir zu. Das sehe ich nicht. Ja, und solange der Sattel nicht in der Mitte bleibt, ist alles gut. Ich sehe gar nicht, was der Chat möchte. Ist bei dir auch abgestürzt? Ich sehe den Chat nur, wenn der Chat mir recht gibt. Das ist so ein Plugin, dass ich mich nicht traurig fühle und so, dass das mir gut geht. Wenn der Chat mir zustimmt, sehe ich den. Alter, das Vögelchen lahm. Ich glaube nicht, dass wir hinterherkommen bei so einem Quessel. 1 Million. Gut, ist ja geil, wenn wir nicht mitfliegen, können wir ja zur Not auch tauschen. Ich muss doch Stamina regen. Hey, lass mich noch was davon über. Zwei Pelz war ein Anfang. Was, Keks, ich will ein Kind von dir. Ja, siehst du, das sehe ich wieder. Also, ich gebe ihn dir frei, wenn du möchtest. Wo soll ich ihn hinschicken? Ich packe ihn ein, in so einer Schleife, nackig. Oder willst du eine Torte verpackt haben? Die fresse ich doch mal auf. Steuer, genau. Die kommt mich halt an, die Torte. Ich habe das Mammut zwar gekillt, aber die Bastarde fressen das. Also ich wäre da, Benny,